Ich würde sagen, wir ziehen uns auch noch Dennis Deiner rein, der hat ja auch einen Release gehabt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Trailer. Oder? Ja, wir starten mit dem Trailer. Okay. Dennis Daniel, ich glaube, das ist der erste Trailer, den er gebaut hatte. Okay, machen wir hier groß. Und Dennis Daniel, wissen wir natürlich von der Ästhetik, sehr, sehr crazy, sehr, sehr, in meinen Augen in Deutschland einer der schönsten Auftritte mit. Neben Root natürlich. Sehr, sehr clean. Ich bin da noch ein bisschen rougher. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, let's go. Ich habe natürlich am Anfang kurz schon was gesehen gehabt, aber so richtig im Bild habe ich nicht mehr, weil ich schon ein bisschen früher das mal reingezogen habe. Aber wir ziehen uns das mal zusammen rein. Da kann ich ein bisschen genauer mal hingucken. Ich habe es nur schnell mal auf dem Handy nebenbei geguckt. Und jetzt wollen wir mal im Gesamten mal im Groß das mal auf uns wirken lassen. Farben auch ganz cool. So ein leicht faded Touch. Weekender, nice. Ilya hat ja die Pants schon hochgelobt. Die soll richtig gut geworden sein. Auch Beats so ein bisschen easygoing. So ein bisschen musikalisch anders. Nicht so Hip-Hop und Co. Ah, den Muster kennen wir doch. Berlin Vibes. Mustang natürlich, Baba. Models finde ich sehr, sehr krass. Also die Models sind sehr geil. Aufnahme auch killer. Der Herr sieht crazy aus. Aber auch übelster Charakter. Auch Drone Shots hier. Ich sehe schon, wir müssen Drone Shots machen. Sehr, sehr, sehr. Also, ja, es ist schon. Ich bin ehrlich, es ist ein anderer Vibe, aber spricht mich persönlich ein bisschen mehr. Natürlich ist die Kollektion auch viel vielseitiger. So die Bags hier so. Nice. Ich glaube auch die letzten Bags, die gingen bei Dennis Daniel so richtig crazy. Coole auch. Also die Location ist echt crazy. Also so kannst geile Bilder machen. Nice. Mucke ist geil, oder? Also die Location ist auf jeden Fall killer. Weekender sieht wirklich gut aus. Ja, ja. Weekender sieht echt nice aus. Schön clean. Ich brauche eine nice Produktion für meine Bags. Holy shit, ey. Ja, back in city. Die Location ist, by the way, richtig geil. Das ist Alexanderplatz. Wir haben das auch. Wir gucken später, danach gucken wir uns mal rein. Wir haben ja auch einen Trailer gemacht mit Joel. Und das war in der Ecke, das sieht aus wie New York. Mit den richtigen Perspektiven. Richtig cool. Ja, geil. Sehr, sehr krasse. Also, sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr, sehr crazy. Also, komplett anderer Vibe. Also, das muss man schon sagen. Geiler Vibe. Sieht cool aus, schön ästhetisch. Video gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat keine Kollektionsvorstellung. Aber wir können. Haben wir den Job hier verlinkt? Also, ne, braucht man gar nicht. So Videotrailer fahre ich auch, hatte ich ja bei mir auch jetzt einen drin. Jetzt wollte ich auch einen neuen machen. Shop ist natürlich. Das ist zum Beispiel so ein Shop, wo ich sage, okay, der sieht geil aus. Also das ist ein ganz anderes Level, was Shop angeht. Da könnte Maximilian auf jeden Fall und viele andere Brands können auf jeden Fall noch ein bisschen was reinpacken. Sieht auf jeden Fall, das sieht geil aus. Also das sieht schön minimalistisch, schön geile Größe, Schriftgröße finde ich geil. Nicht zu big und so, mit dem Banner so, bam. Sieht schon cool aus. Shopman. So New Arrivals. Ja, auch die Ästhetik der Picks. Das ist schon krass aus. Kennt man so bei Represent, bei Fear of God, bei anderen Brands auch diese Legebilder. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist nur ein Teil der Kollektion. Ich glaube, da kommen noch mehr Pieces.
Das sieht schon auf jeden Fall geil aus. Mal gucken, wie es mobile aussieht. Das ist das, was ich euch ja auch gesagt habe. Das ist eure Visitenkarte nach außen. Ja, geil. Schön, schön, schön. Double, clean, geil, Größe. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr wild aus. Preislich 70 Euro. Günstiger sogar als MAM. 130. Hoodies sind ähnlich, aber sind jetzt mit Print hier. Was kostet die Shorts? 95. Bags 350. Okay, mal kurz durchklicken hier. Da hat schon einige Pieces, auch zum Beispiel diese Pocket mit den zwei Seitentaschen, so ein bisschen, die fand ich auch ganz, ganz geil. Die ist jetzt noch nicht released, wahrscheinlich in den nächsten Drops. Ich finde den hier sehr, sehr wild. So Farbkombination, klicken wir uns mal kurz durch hier. Sieht wie eine Represent Copycat aus. Ah ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Moment, wo ist die Musik hier? Represent Copycat aus. Lul. Du meinst, weil es parallele Bahnen hat und Co.? Das ist aber ein Standard, Broski. So sehen die Shops alle aus. Meine sieht auch so aus. Das ist ein Standard-Shop, der gerade am Start ist. Das sieht aus wie John Elliott. Das ist halt so, das ist halt das, was aktuell so der Standard ist. So Fear of God. Oha, Represent schaltet auf John Elliott Anzeigen. Ah ja. Aha. So, alle Shops, die heutzutage am Start sind, die sind halt natürlich so minimalistisch halt aufgebaut. Das ist halt, es ist halt so. So. Sieht geil aus. So Viererbilder, groß, minimalistisch. So von dem Aufbau. So, das ist halt so der Standard, der halt einfach so da ist. Und ich finde, da könnte man sagen, ja, ist eine Fear of God Copy. Ne? So sehen die Shops aktuell aus. So müssen sie auch, finde ich, aussehen. Und ich finde, wenn man auch Dennis Daniel seinen Shop sich anguckt, das ist so, wenn du durchguckst, du kriegst schon mit, das hat alles den Vibe, das ist halt gerade so, so sehen die Shops halt aus, so sollen sie auch aussehen. Fear of God, John Elliott, Represent, so sehen die Shops heute aus. So, von daher,